Herzlich willkommen zu unserer Motorradtour bis zum Nordkap aus dem Sommer 2014. Heute im 13. Teil geht es von Inari nach Tornio. Nachdem wir uns in der Hütte mit der Sauna mal wieder richtig aufgewärmt haben, geht es heute quer durch Finnland. Leider Gottes ist die Strecke nicht so interessant, da es größtenteils durch Wälder geht, nicht zu vergleichen mit der Strecke durch Norwegen an der Küste entlang. Aber es gibt auch einige interessante Punkte, die zeige ich euch natürlich. Übernachten werden wir in Tornio an der Grenze zu Schweden. Und jetzt starten wir erstmal, nachdem wir die Motorräder vollgetankt haben, geht's los. Hier oben in Lappland mit dem Motorrad unterwegs zu sein, ist einfach ein Genuss. Es ist kaum Verkehr, es ist ruhig, die Straßen sind gut. Oh, hinter mir ist keiner. Ja, wo sind sie denn? Jetzt sind sie wieder da. So, da sind die versprochenen Wälder. Die Straße geht teilweise nur in leichten Biegungen, immer geradeaus und links und rechts Wälder ohne Ende. Jetzt haben wir zur linken Hand zur Abwechslung mal einen See, ein Zelt. Was es bedeutet, weiß ich nicht, aber es sieht auf jeden Fall nett aus. Die nächsten Motorradfahrer. Ist schon einsam hier zu wohnen. So, Zeit für eine Pause. Einen leckeren Kaffee und was Leckeres dazu essen. Die Zeit muss immer sein. So, und weiter geht's. Heute haben wir eine etwas längere Fahrt vor uns. Aber die Straßen machen einem das Fahren noch nicht schwer. Wieder mal ein See. Man ist dann schon dankbar für die Ausblicke. Und nur Tannen zu sehen, ist auch nicht so der Knaller. Und hier dürfen wir mal 100 fahren. Hier dürfen wir mal richtig überholen. Das sieht auch richtig schön aus. Hurra, die Sonne kommt raus. Und da sind sie wieder, die Fahrradfahrer. Meine Hochachtung.
Oh, jetzt sieht man auch links und rechts mal ein paar Ackerflächen. Es gibt nicht nur Wälder hier. Und wieder ein See. Wissen, was hier im Sommer mit Mücken los ist, wenn es mal richtig warm wird. Na, wir haben noch keine 10 Grad. Keine Gefahr. Wie es aussieht, hat uns die Zivilisation wieder. Hier ist es doch etwas bewohnter und es gibt auch einige Industriegebiete. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finden soll. So, und etwas außerhalb liegt direkt der nächste Campingplatz, aber wir wollen ja noch ein bisschen weiterfahren. Auch schön gelegen. Oh, das ist aber eine Truppe. Da sehen wir es schon, wir nähern uns dem Polarkreis. Auf der Hinfahrt haben wir ihn am Schiff erlebt. Und jetzt zurück fahren wir mal mit dem Motorrad. Ich denke mal, das wird wieder ein touristisch sehr erschlossener Ort sein, den wir dann nicht kontaktieren, sondern weiterfahren. Jetzt nimmt der Verkehr aber richtig zu. Ach,
übrigens, die Temperaturen sind jetzt auch wieder zweistellig. Wir sind jetzt auf 10 Grad. Und es hat noch nicht geregnet, obwohl dunkle Wolken überall zu sehen sind. Aber bisher ist es trocken geblieben. Und wieder grüßen wir die anderen Motorradfahrer. Es fährt sich deutlich beschwingter, wenn zwischendurch auch mal die Sonne rauskommt. Erstmal wärmt es und es ist auch was fürs Gemüt. Den überholen wir auch. Und da weiter vorne alles frei ist, nehmen wir direkt den PKW mit. Wir dürfen ja 100 fahren. Dankeschön, der setzt den Blinker und zeigt uns an, dass es frei ist, lässt uns überholen. Das habe ich so oft hier oben erlebt. Das ist einfach nur schön. Danke, danke, danke. Jetzt kommt was ganz Ungewohntes. Ich glaube, wir sind jetzt über 4000 Kilometer schon unterwegs und jetzt kommt ein Stück Autobahn mal wieder. Wir sind nur Landstraße bisher gefahren. Mal gucken, ob wir es noch können. Kaum drauf, da sind wir auch schon wieder runter. Jetzt fahren wir noch nach Tornio und werden dort den Zeltplatz anlaufen. Die Lage von dem Zeltplatz ist auch sehr interessant. Der liegt zwischen zwei Flussarmen auf einer kleinen Insel. So, da ist schon die Brücke über den ersten Flussarm und schon sind wir dann auf der Insel auf dem Campingplatz. Leider Gottes gab es keine Hütte mehr. Die Hütten waren alle belegt, sodass wir zelten mussten. Bei 11 Grad haben wir uns gedacht, das geht schon. Und es ging auch. Es war trocken. Wir haben lecker noch draußen gegessen und natürlich ein Bierchen getrunken. So, für heute war es das. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es dann durch Schweden geht.